So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hab ich aus Versehen auf den Stick gekommen hier. Was zum... Der geht doch glatt die Wand hoch. Aber jetzt kann ich endlich mal rausfinden, was du für ein Viech bist. Perfektes Bild. Eldin Strauß. Also doch ein Strauß. Sag mal. Was stimmt mit dir nicht? Okay. Ist das Erz? Nein, das ist nur ein Stein. Oh, wer bist du denn? Irgendwann hatte ich es satt, an der Goronquelle zu arbeiten, also bin ich aus Goronia weggegangen. Ich will kühle Orte besuchen. Grüne, angenehm kühle Orte. Ich bin Chari und ich verkaufe Erz. Schau noch mal, was ich im Angebot habe. Okay, Bernstein, Opal, Topaz, Rhodonit und Saphir. Das ist alles nicht unbedingt das, was ich jetzt brauchen könnte. Okay. So, ich muss zum Turm da oben. Ist das der? Jawohl, das ist der. Was ist das hier denn? Todesberg, Etappe 1, Beginn des Bergfahrts. Okay. Fahrt zum Todesberg. Oh, ist das Säure? Oder einfach nur heiß? Ohne Ende. Was war das denn jetzt? Ach, das ist eine heiße Quelle, die mich heilt. Ach, das ist ja nett. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Also im Normalfall sollte man nicht in solche blubbernden Seen springen. Ich weiß einfach nicht, wie das angehen soll. Schau ich mir besser auf die Karte beim Wandern oder folge ich meinem Bauchgefühl? Das habe ich alles schon mal gehört. Schick hier. Erinnert mich jetzt an die Darwin Awards. Da ging einer an einen Typen, der im Yellowstone Nationalpark in eine heiße Quelle springen wollte oder in eine heiße Quelle gehen wollte oder fühlen, wie heiß das Wasser war oder sowas. Das ist allerdings kochend heiß und auch noch sauer. Und beim näher rangehen ist er abgerutscht und reingefallen. Ups. Und am nächsten Tag hat man nichts mehr von ihm gefunden. Die Säure hat den Rest erledigt. Und ich werde gleich brennen. Ja. War klar. Naja, kann vorkommen. Also, dass man mal kurz brennt. Ist das hier ein... Tatsache, ein Wächter. Sag mal, ich habe keine Pfeile mehr. Mist. Ich komme da nicht schnell genug weg. Das gibt's doch gar nicht. Der denkt sich auch nur, was macht der Idiot da? Noch eine Pflanze. Ich verzichte. Kann ich das Ding hier nicht untersuchen? Gibt's doch gar nicht. Was ist das denn? Ach, Erz oder was? Da oben ist der Turm. Die Frage ist, wo gehe ich jetzt lang? Und was ist das da? Achso, das sind alles Pilze. Oh, Wächter. Ich glaube, da geht der eigentliche Weg zum Vulkan lang. Ups. Sag mal. Ups. Den wollte ich eigentlich nicht mithauen. Edelgeflügel. Feuerflöhe-Häuserflügel. Ach du Scheiße, schon wieder so einer. Was ist das denn? Knochenmobkeule, oha. Auf beiden Seiten mit den Knochen urzeitlicher Tiere versehen, sodass sie sich beinahe wie eine Axt führen lässt. Moblins mit einer solchen Waffe sind gefährlich. Ja, scheint ganz so. Habe ich so ein Ding jetzt schon mal? Nein. Okay. Boah, die Dinger gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Ich habe doch keine Pfeile mehr. Ich will jetzt auch nicht die Eispfeile alle verbrauchen. Dafür sind sie ein bisschen zu wertvoll. Da habe ich mich, glaube ich, gerade kurz angezündet, wie es aussieht.
Ihr könnt nicht alle mal kreuzweise. Hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte, mit dem ihr könnt nicht alle mal kreuzweise. Ach. Du, was zum? Wo kam der denn her? Damit hatte ich jetzt zugegebenermaßen nicht gerechnet. Oh, das war das Leunenschwert, schade. Soll ich mal... Ich nehme mal die Lichtschuppenlanze. Vielleicht komme ich besser klar, wenn ich ein bisschen auf Abstand bleiben kann. Ah, hätte ich gleich so machen sollen, glaube ich. Na komm, nehmen wir das Zeug halt noch kurz mit. Oh. Was? Der hat nichts gedroppt? Der Fledermaus. Okay, dann halt nicht. Nein, das war beinahe zu nah dran. Das ist ganz schön viel Schleim. Oh, Truhe. Steint noch einer? Okay. Noch einer. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Es gibt Schlimmeres. Nein, lass los, Link. Du sollst da draufhauen. Auch da. Wo ist denn die... Wo ist das blöde Vieh hin? Da unten. Halt. Schleim. Schleim. Mein Schleim. So. Und alles wieder hoch. Ich renne in die falsche Richtung, oder? Ja, da geht's lang. Eine Sache, die mir jetzt nicht ganz so klar wird, ist, dass es wärmer wird, je weiter ich nach oben komme. Ich meine, ja, da ist ein Vulkan in der Nähe, ist schon klar, aber normalerweise ist es auch oben auf dem Vulkan kälter als unten, wenn er jetzt nicht gerade am Ausbrechen ist. Achso, der hier bricht, glaube ich, gerade aus. Hallo. Die Lanze macht einiges mit, wie es aussieht. Huch, ich wollte nicht das Zeug schlagen. Was ist das hier? Auch ein Knochenbogen. Wer braucht denn sowas? So, was ist da drin? 5 Eispfeile. Ja, die kann ich, glaube ich, hier am Berg noch gut gebrauchen. Du bist ein Knochenbockschock? Dann sollte ich eigentlich fast schon mitnehmen. Hier, 24 Schaden. Ich tausche den mal gegen den großen Blaran. Den brauche ich, glaube ich, wirklich nicht mehr. Steinsalz und... Feuerstein. Opal war das, was ich eigentlich meinte. Der Feuerstein ist jetzt in der Regel nicht so besonders. Muss ich hier hoch? Kann ich da außen rum, oder... Ja, ich glaube, da komme ich außen rum. Wird wahrscheinlich keine große Rolle spielen, wo ich da lang gehe. So. Hoch mit dir. Oh, jetzt verstehe ich, warum es hier wärmer wird. Schick. Das ist... Sieht nicht schlecht aus. Du hast da, glaube ich... Oh. Du Scheiße.
Was wollte ich denn? Zierer die Rüstung. Die Dingens. Ja, damit hatte ich jetzt nicht ganz gerechnet, dass das direkt schon losgeht hier. Kühlungspilzspieß? Oder. Hier, ich nehme mal das hier. Ach, da hatte ich auch noch Kühlungsmedizin. Was? Noch mehr? Okay, ist ja gut. Da bringt selbst die Brandschutzmedizin nichts. Ja. Sag mal. Ich glaube, es geht los. Okay, merken, das sollte ich vielleicht nicht bleiben. Meine Hitzeschutzmedizin reicht nicht. Die ist auch nur Level 1. Wahrscheinlich brauche ich Level 2 dafür. Ach, deshalb war die stärkere Medizin nur Level 2, weil es nur 2 Level gibt. Ich habe mich schon gewundert, weil ich dachte, dass ich so viel Zeug reingepackt habe und trotzdem nur Level 2 war. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Jetzt verstehe ich es natürlich. So. Jetzt ist es langsam wieder hell. Ich komme dank Kletterrüstung mittlerweile immerhin recht zügig hoch im Vergleich zu vorher. So, das sollte reichen. Sehr schön. Es gibt bestimmt gleich ein schönes Bild, so direkt am Morgen da oben. So, mittlerweile habe ich auch keinen Ausdauer. Das habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt, oder? Bin ich bescheuert? Mein Gott. So, sehr schön. So, 4 Uhr morgens aktivieren wir mal den Turm. Ein Update für unsere Navi-App. So. Es flimmert sogar. Sehr schön. Datenübertragung beginnt. Schick. Das muss ich mir gleich mal näher angucken. Ah, da sind die heißen Quellen. Kusatzsee, Pfad zum Todesberg, Yufinsee, Bebu-Insel, Gero-See, Askaltsee. Da war die Bele-Ebene. Das kommt mir auch bekannt vor. Hochebene von Bele? Das war, glaube ich, auch in irgendeinem Zelda-Teil. War das sogar im Minish Cap? Hm, könnte fast so sein. Schlucht von Eldin? Ist hier auch irgendwo dann die Brücke von Eldin? Da muss ich also hin. Goronenquelle. Ich bin jetzt hier. Das heißt, ich muss hier runter und dem Pfad folgen, theoretisch. Moment, das heißt, ihr hättet die ganze Zeit auch einfach dem Weg folgen können. Ja, das war wohl mal selten dämlich von mir. Ich frage mich jetzt allerdings gerade, ob ich das nachholen will oder nicht so. Wo kommt denn der dann her, der Weg? Da hinten? Ja. Da unten geht's irgendwo rein. Ne, komm, lassen wir mal bleiben. Ich hoffe einfach mal, dass ich nichts allzu Wichtiges verpasst habe. Das glaube ich schon die... Das ist jetzt aber doof. Moment. Hitzeschutz Level 2. Das reicht immer noch nicht. Scheiße. Nein. Hör auf zu brennen.
Ich bin mal weg. Sag mal. Nee. Trotz Level 2 Medizin komme ich nicht weiter? Oder Level 2 Zeug halt. Muss ich doch die Medizin von der Ollen kaufen? Hoffentlich ist jetzt nichts aus meinem Inventar verbrannt. Ne, sieht gut aus. Okay. Das ist der Askalsee. Na gut. Wo war der Stall? Da hinten. Dann hole ich mir doch mal die Medizin von der Ollen. So, wo ist Terry? Da drin. Wow! Ja. Nein, ich wollte nicht kaufen, ich wollte verkaufen. Sonst habe ich ja nicht das Geld. Nein, nicht die Palmfrucht. Mein Gott, Terry. Beruhig dich doch mal. Ja, ich wollte ein bisschen Bernstein verkaufen. 10 Stück oder so sollte reichen. Oh, wir machen 18 draus. So. Gut, dann verkauf mir mal deinen Scheiß. Ja, komm, nimm mal gleich 3 Stück. So, wenn mir das jetzt aber da oben nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. Der Brandschutzeffekt Level 1 bewirkt, dass du selbst in der feurigsten Umgebung nicht in Flammen aufgehst. Auf dem Todesberg gibt es keinen größeren Segen. Ja, Tatsache. Das ist stärker als der Hitzeschutz, den ich hier hatte. Ja, das ist auch kein Hitzeschutz, das ist Brandschutz, okay. Darauf muss man auch erstmal kommen. Ich dachte, das wäre dasselbe. Na gut, dann kann ich jetzt aber auch nochmal den Weg nehmen. Den richtigen. Vielleicht ist ja doch da noch ein Schrein am Rand oder sowas. Wobei andererseits auf dem Weg zum... Ja, auf dem Weg zum Zoradorf war auch nichts. Aber ich glaube, das sollte man schon mitnehmen. Ich hätte jetzt eigentlich auch... Ich fände es auch schade, wenn ich den Weg zum Zoradorf verpasst hätte, sagen wir es mal so. Und hier kann ich mich außerdem nochmal heilen. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass ein Aufenthalt in der heißen Quelle besonders heilsam sein soll, wenn man Verbrennungen hat. Das ist was, was nicht in meinen Kopf will. Uff, was war das denn? Na, dann halt nicht. Jetzt wollte ich gerade fragen, was bist du? Dann habe ich es erkannt. Nein. Na, dann halt nicht. Ich sehe die Dinger immer zu spät. Da oben ist eins. So, komm her. Löschechse. Diese Eidechsenart findet sich nur in Eldin. Ihre Schuppen sind feuerfest und wenn man sie als Zutat für Medizin verwendet, wird dieser Effekt entsprechend übertragen. Das ist sehr gut zu wissen. So, den Hitzeschutz brauche ich jetzt natürlich gar nicht. Naja, was soll's. Haben wir halt ein bisschen umsonst gekocht. Passt schon. Immerhin kann ich jetzt dem Weg folgen. Und mal wieder einen Wächter besiegen. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Vielleicht droppt er ja einen Reaktorkern. Das wäre wünschenswert. So, komm mal näher. Kommen Sie mal näher, junger Mann. Was? Echt jetzt? Was habe ich gedrückt? Zu früh oder zu spät? Ich weiß, wie habe ich gedrückt? So, schauen wir noch die dubiose Matsche hinterher. Ja, Link, steh auf. Sag mal. Nein. Sag mal, was...
Nein. Gibt's doch gar nicht. Link, wie sieht ihr denn an? Ja, jetzt habe ich gar nichts gemacht. Sag mal. Du kannst mich mal kreuzweise jetzt. Mein Gott, ey. Was war das denn? Und natürlich kein Reaktorkern. Ich hab doch gedrückt. Ich weiß gar nicht, was das Problem war. Ich glaube, ich hab zu früh gedrückt eigentlich. Aber warum? Das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. So gut ist meine Reaktionszeit definitiv nicht. Aber weil sie ist nicht übel. Aber trotzdem. So gut, dass ich zu früh drück. Ich meine, ich habe ja jedes Mal erst gedrückt, als der blau aufgeleuchtet ist dann. Naja. Schön hier. Aber ich glaube fast, wir werden diese Folge nicht mehr im Dorf ankommen. Naja, mal sehen. Nö, die schon wieder. So, komm runter. Oh, noch einer? Eine. Ein. Ach so, Flederding. Flederbeißer, oder? Ja, also doch einer. Leuchtsteine. Noch mehr Leuchtsteine. Hey, Überraschung. Noch mehr Leuchtsteine. Das hätte wirklich niemand gedacht. Ich bin mir sicher. Da fliegen die Dinger gerade gegen die Wände. Das hat die Geräusche gemacht. Okay, ich sollte mir auf jeden Fall merken, dass das mit der Lanze besser geht. Was seid ihr denn? Feuerlibellen? Hören die mich oder was ist los? Ich glaube schon. Naja, oh. Ups. Da hinten kann ich was in die Luft jagen. Oh, gleich an mehreren Stellen. Das will ich doch auch gleich mal machen. So, wo? Kommt der da oben auch noch? Ja. Na auf, lass sie anvisieren. So, sehr schön. Gut. Bombenmodul. Erz. Echt jetzt? Ja, das hat sich sogar gelohnt. Was ist dein Problem? Noch einer. Nein, falsche Richtung. Oh. Wo? Da. Na, komm ran. So, kann ich dich hier untersuchen? Nein. Na gut, dann nicht. Was zum... Ach. Ach so, das war ja noch. Och nö, oder? Au. Dass sie mir trotz Hitzeschutz so viel Schaden machen. Ist echt unerhört. Wow, ein Topaz. Das hat sich richtig gelohnt. Was ist das hier? Glutkraut. Okay.
Habe ich doch richtig gehört, dass da wieder was ist. Nein. Sind das? Was ist das? Achso, das sind die Vögel schon wieder. Gott, ich bin blind. Rüstling, ist ja schön. So, was steht hier? Todesberg Etappe 2. Weg nach Goronia. Brandgefahr hoch. Nicht für Nicht-Goronen brenzlig. Achso, das ist gar nicht der Weg hier. Hier hat aber nicht jemand wieder auf Tafeln die Geschichte vom Dorf aufgeschrieben, oder? Oh ja. Ich verstehe. So. Dann hau mal die erste Brandschutzmedizin rein, Link. Geht doch. Nur mal so. Natürlich packe das Zeug trotzdem an. Okay, die Musik macht mich jetzt schon ein bisschen fertig. Oh, da hinten ist wieder einer. Diesmal klappt das besser. Ich bin mir sicher. Ja komm, ist gut. Ups. So viel zu, diesmal klappt das besser. Na also, eins. Zwei. Und drei. Sehr schön. So, jetzt bitte ein Reaktorkern. Wieder kein Reaktorkern. Ah, was bist du denn? Ach, eine Ritterhellebarde. Die könnte ich durchaus gebrauchen. Wobei, meine Lichtschuppenlanze macht es, glaube ich, noch eine Weile. Ja, ist ja gut. Sag mal was. Das hört sich jedes Mal an, als ob gleich ein Gegner irgendwo hinter der Ecke hervorspringt. Aber da ist einfach nichts. Hat sich aber, glaube ich, doch gelohnt, nochmal den Weg hier zu nehmen. So, bist du auch ein Blauer? Grillgeflügel? Grilledelgeflügel sogar. Ja, ist ja gut. Dich hole ich mal mein Ritterschwert raus. Au! Bist du bescheuert? Oh, der ist rot. Sehe ich gerade. Kommunistensau. Was? Kleiner Scherz am Rande. Ich glaube, ich sollte mal was essen. Sehr schön, der Pizzspieß war perfekt. Mal gucken, was ich hier noch aus den Truhen rausholen kann. Grillwild. Da ist ja noch... Achso, das sind keine Truhen, das sind Kisten irgendwie. Das hier ist eine Truhe. 5 Elektropfeile. Wieso brennst du? Hä? Was? Wieso hat das Zeug hier gebrannt? Na, kannst du... Sag mal... ein violetter Rubin. Nehme ich hier eigentlich Schaden? Oh ja. Oder? Keine Ahnung. Na gut. Immerhin sind wir wieder beim Turm. Und ich fackel diesmal nicht ab. Das soll von Vorteil sein, habe ich gehört. Was bist du denn?
Natürlich zerbricht der Eisen nochmal gleich. War ja klar. Ja gut, ich würde mal sagen, wir gehen beim nächsten Mal weiter. Das ist, glaube ich, auch... Naja, da könnten wir auch schon gut im Dorf ankommen. Ups. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.